Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Kulturbox. Wenn ihr das erste Video bereits gesehen habt, habt ihr vielleicht auch den Satz aufgeschnappt, same but different. Wenn wir in die Welt schauen, denke ich, sind wir irgendwie doch alle gleich. Wir haben Gefühle, wir verlieben uns, wir heiraten. Leider können nicht alle den Partner heiraten, in den sie verliebt sind. Aber wir haben Kinder, irgendwann sterben wir. Und ich denke, überall auf der Welt suchen wir nach einem Sinn. Was ist der Sinn des Lebens? Und trotzdem sind wir so unterschiedlich, different eben. Wir kleiden uns so unterschiedlich, wir essen anders, wir haben andere Sprachen, andere Werte, andere Religionen. Und um das geht es immer wieder in Kulturbox. Ihr habt sicher alle schon irgend so die Sprache von Ukrainisch gehört. Plötzlich im Coop, im Migros, irgend in einem Laden. Leute, die irgendwie sprechen und man kann es gar nicht richtig einschätzen, welche Sprache es ist, weil es nicht nach Italienisch oder Französisch tönt. Und um das geht es in diesem Video. Wir haben in kürzester Zeit sehr viele Ukrainer, eine neue Kultur und die wollen wir besser kennenlernen. Ich freue mich heute auf den heutigen Gast, Aisa. Hallo, ich heiße Asia und ich bin aus der Ukraine und ich bin in der Schweiz schon 3,5 Jahre und ich studiere hier in der Uni. Und ich habe auch noch 2 Schwestern, einen Bruder und Eltern und eine große Familie und die sind jetzt alle in der Ukraine. Und wir bleiben im Kontakt in 2000 Kilometer entfernt. Ich bin übrigens Christina, wohne in Frutigen, bin Schweizerin, wie man das unmissverständlich auch hört. Meine erste Frage an dich. Was hast du heute gefrühstückt? Oh, ist eine interessante Frage. Ich habe heute ehrlich gesagt Flammkuchen gegessen. Gar nichts Ukrainisches. Aber in der Ukraine essen wir normalerweise Toastbrot oder man kann auch Eier essen, Spiegeleier oder so gerührte Eier, gekochte Eier. Auch viel Käse und Gemüse essen wir auch gerne. Und ich glaube, zu mir gehört auch noch unbedingt eine Tasse Kaffee. Und beim Mittagessen oder Abendessen gibt es auch so, wo du sagen kannst, das machen alle so ähnlich. Mhm. Bei uns ist typisch Kaffee komplett. Ich denke, das kennt jeder Schweizer. Habt ihr auch irgend so etwas, wo du sagst, das ist so das Normale? Ja, ich denke, also eigentlich unsere Küche unterscheidet sich nicht so extrem mit Schweizer Küche. Wir haben auch sehr gerne Brot, Kartoffel, Teigwaren, Reis. Ich denke, im Winter essen wir auch sehr viel Suppen. Und das ist nicht pürierte Suppen wie in der Schweiz. Also da schwimmen noch die Gemüse drin auch. Ja, aber sonst, wir essen viel und gerne. Wenn du sagst, ihr esst viel und gerne, wie sieht das bei einem Fest aus? Ist das möglichst viel oder eher gediegen und teuer oder ganz einfach? Ja, ich denke, wir mögen auch Festen und es gibt sehr viel. Also im Laden zum Beispiel, wenn man Weihnachten hat, da gibt es einfach Schlangen lang mit Autos, die einfach etwas noch einkaufen möchten. Am 30. oder 31. Dezember, am Silvester unbedingt, muss man ein großes Fest machen mit ganzer Familie. Und ja, zum Beispiel meine Schwester hat letztes Jahr geheiratet und ich glaube, es waren etwa über 200 Leute. Und da waren wirklich nur so die Nächste und ja, die beste Freunde, aber es war trotzdem viele. Du hast gesagt, die Familie ist groß. Mich nimmt unter der Großvater oder die Großmutter. Mhm. Was spielen die für eine Rolle? Also die gehören sicher zur Familie, zu diesem engsten Kreis. Aber ich denke, sie sind nicht richtig so Patriarch von Familie. Also Vater spielt dann auch so eine große Rolle und Mutter auch vor allem. Aber die Großkinder gehen sehr gerne zu Großeltern, weil sie auch sehr lieb sind und Geschenke immer machen. Und das ist immer sehr cool. Ja. Und Onkel, Tante, was haben die? Ja, also die sind vielleicht eher schon eine so größere Kreis dann. Also sie gehören nicht zu diesem nächsten Kreis, aber sicher auch zur Familie. Also man trifft sehr oft und bleibt immer in Kontakt. Also ja, das sind auch schon sehr wichtige Familienmitglieder. Ja. Ja. Und sonst dann die ganze Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau, was ist so das Typische? Ja, ich würde sagen, dass in der Ukraine herrscht Matriarchat. Und die Frau hat viel zu sagen. Und ja, also es war auch immer so, ich denke auch, weil wir ein Agrarland sind und viele haben auch in Dörfern auch gearbeitet. Also zum Beispiel bis 1970er Jahre waren mehr als 80% der Bevölkerung hat immer noch in Dörfern gelebt.
Und ja, also die Garten oder Erde spielt eine sehr große Rolle und Mutter auch. Sie gibt wie weitere Generation Leben. Und die Kinder haben auch eine sehr große Rolle gespielt, weil sie auch so gearbeitet haben. Also sie könnten auch mit Garten helfen. Deshalb, ja, ich denke, Mutter ist sehr wichtig bei uns, ja. Vater natürlich auch, aber es ist trotzdem ein Matriarchat. Kannst du uns noch einen Einblick geben, wie so ein Tagesablauf einer typisch ukrainischen Frau aussieht? Ich würde vielleicht erzählen, was ich erlebt habe. So zum Beispiel meine Mutter. Also wir sind drei Mädchen in der Familie und auch noch eine Junge. Also Mutter müsste uns immer alle wecken, zur Schule vorbereiten. Dann gingen wir alle weg. Dann müsste sie auch arbeiten. Also sie müsste uns etwas zum Mittagessen vorbereiten, das wir mitnehmen können. Auch also Kleider und wenn wir noch irgendwie eine Fest in der Schule haben, dann müsste sie auch noch in der Nacht alles vorbereiten. Und dann, ja, normalerweise auch, weil die Eltern viel arbeiten und haben eine große Arbeitszeit oder Tag, ja, dann die Kinder bleiben auch in der Schule viel länger. Also es gibt auch die so Gruppen für Kinder, deren Eltern arbeiten und dann bleiben sie noch in der Schule auch mit Lehrern und machen ihre Hausaufgaben zum Beispiel und bleiben wirklich bis am Abend in der Schule. Ja, aber so das Typische ist in dem Fall, die Frau geht auch arbeiten. Oh ja, ich denke, viele Frauen arbeiten und ja, müssen auch Familie auch erzeugen und ja, Mann helfen. Also das ist wirklich wichtig auch für Frau. Ja, und mit Arbeiten meinst du Montag bis Freitag, oder? Nicht unbedingt. Leider ist Wohlstand in der Ukraine auch nicht so hoch wie in der Schweiz und man kann sich nicht immer leisten, nur 8 Stunden, 5 Tage pro Woche arbeiten. Ich denke, es gibt viele, die auch viel mehr arbeiten, auch am Samstag oder am Abend und ja, auch flexibel. Nur wenn man vielleicht, also der Mann auch gut arbeitet, dann kann Frau ein bisschen auf Arbeit verzichten, aber sonst arbeiten beide viel. Ja. Wie viel hilft der Mann im Haushalt? Aber jetzt ist es natürlich sehr unterschiedlich. Also natürlich, Ukraine selbst ist 15 Mal größer als Schweiz. Also man kann schon vorstellen, dass von Westen auf Osten, es gibt wahnsinnig viele Familien und auch sehr viele Unterschiede. Aber ja, ich denke, die Männer merken, dass ja die Frau auch Hilfe braucht, auch im Haushalt. Und die Männer, die Frauen auch gerne haben oder sie lieben, sie helfen auch sehr gerne. Wie wichtig ist euch das Ansehen? Beispielsweise die Ausbildung, der Titel, großes Haus, schnelles Auto, wie wichtig ist das? Ja, ich denke, diese Fragen sind für uns leider oder zum Glück sehr wichtig. Unsere Gesellschaft ist eine kollektive Gesellschaft. Man hat immer auch, also in Dörfern zum Beispiel, alle kennen einander und das ist auch sehr wichtig, wie dich die anderen begegnen, anerkennen. Also Status, Ausbildung, auch zeigen, dass man groß oder guten Wohlstand hat, obwohl man vielleicht das auch nicht unbedingt wirklich hat. Aber das zu zeigen, ist wirklich sehr wichtig. Deshalb vielleicht manchmal nimmt man sogar Kredite für ein großes Fest zum Beispiel oder um ein iPhone zu kaufen, das, was man eigentlich sich nicht leisten kann, aber nur zu zeigen, dieser Status, kauft man das. Und ja, vielleicht gibt es auch manchmal so wie ganz extreme, ja, wofür brauchst du das jetzt? Also wofür brauchst du jetzt dieses neues Kleid? Hast du nicht genug? Aber nein, man kauft das, um zu zeigen, dass man jetzt das kann oder einen Status hat. Ja, das ist leider sehr wichtig, ja. Ich habe auch schon von mehreren Frauen, die jetzt von der Ukraine Ja. hier in Frutigen gekommen sind, gehört, dass sie gefragt haben, wo gibt es hier in Frutigen ein Nagelstudio? Oh ja, Für das. uns eine lächerliche Frage, was willst du mit Nägeln? Wie wichtig sind euch denn schöne Nägel? Ja, ich denke, das ist, da kann ich gut vorstellen, dass diese Frage noch oft vorkommt. Ja, viele Frauen machen wirklich ihre Nägel, also jeden Monat. Und das gehört auch zu diesem Status vielleicht oder zu diesem Aussehen. Und ich denke auch, viele fühlen sich auch dann sicherer oder schöner. Oder ja, das gibt auch dieses innerliches gutes Gefühl. Ja. Du hast gesagt, man gibt sehr viel Geld aus fürs Prestige, fürs Aussehen, fürs äußerliche Auftreten. Wie sieht es dann in der Wohnung aus? Ist das auch wichtig? Wir Schweizer, wir dekorieren gerne, haben hier überall dekoriert, der Garten sehr schön in einer Linie alles bepflanzt. Wie wichtig ist euch das? Ich denke, mit Dekorationen sind wir nicht so gut wie in der Schweiz. Und ich kann das auch erklären, weil man das bei uns auch nicht kaufen kann. Also es gibt einfach nicht so schöne Sachen. Aber gleichzeitig versucht man irgendwie
Wohnungen ja zu dekorieren. Es sieht aber manchmal nicht wirklich nach Geschmack aus, meiner Meinung nach. Ja, aber trotzdem, man versucht eben wieder diesen Status zu zeigen. Wenn jemand in deine Wohnung kommt, dann möchte man zeigen, dass man auch guten Wohlstand hat und dass ja gutes Leben hat. Wenn wir jetzt schon bei der Wohnung sind, wie sauber ist eure Wohnung? Oh ja, leider, ich denke, es gibt auch einen Spruch, heißt, sauber ist nicht dort, wo man putzt, sondern dort, wo man keine Unordnung macht. Und ich denke, das ist eigentlich ein falsches Aussage, weil man muss putzen. Auch wenn du gar nicht Wohnung begegnest, es trotzdem gibt es Stau. Und ja, deshalb würde ich sagen, dass die Sauberkeit ist nicht wirklich unsere Stärke oder diese Sauberkeitsniveau ist viel tiefer bei uns als in der Schweiz. Und wenn wir schon bei Sauberkeit sind, aufräumen und so, wie habt ihr es mit der Abfalltrennung? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und eine schwierige Frage. Ich denke, viele Leute machen das, aber nur diejenigen, die das bewusst machen. Leider im Land selbst gibt es nicht viele Infrastruktur, wo man wirklich dann diese Abfall trennen kann. Also wir haben nicht Weißglas, Braunglas, Grünglas, solche Eimer gibt es nicht. Nur in einigen Quartieren gibt es zum Beispiel besondere Eimer für Plastik, aber dann muss man das auch bewusst machen. Und das gibt nicht so viele, die das machen. Also das ist noch nicht unsere kulturelle Stärke, würde ich sagen. Wie gastfreundlich seid ihr? Also bei uns so spontan jemand besuchen gehen, geht nicht wirklich. Lieber vorher telefonieren, kann man abmachen. Ja. Wie ist das bei euch? Ganz unterschiedlich, also auch oder anders. Wir mögen Gastfreundschaft. Ich denke, wir sind sehr gastfreundlich und auch sehr spontan. Auf anderer Seite, wir können nicht so gut planen. Ich denke, das ist auch eine Schwäche hier, aber gleichzeitig sind wir sehr spontan. Wir gehen sehr gerne einfach einen Ausflug machen oder wenn die Leute zu uns kommen. Ich denke auch, wenn es unerwartete Gäste kommen, sind wir auch sehr bereit, sie willkommen zu fühlen und sie werden sich wirklich wie zu Hause, wie in einer Familie fühlen. Ich möchte noch ein anderes Thema aufgreifen, das Thema Religion. Welche Religionszugehörigkeit habt ihr eigentlich? In der Ukraine herrscht Christum und viele Leute sind orthodox Christen. Und wie gut merkt man die Religion im Alltag? Ist das wichtig oder eher so am Sonntag? Ja, ich denke, viele Leute sind eher nominal Christen und gehen in die Gemeinde nur für Festen, also Ostern, Weihnachten und noch ein Dritte, wenn es ein Problem gibt, dann geht man zu Gott. Ja, sonst vielleicht im Alltag sieht man das nicht so oft. Gibt es bei euch in der Religion irgendwelche Gegenstände, die wichtig sind? Ja, ich denke, für viele Leute sind zum Beispiel ein Kreuz sehr wichtig. Viele haben das als eine Kette. Auch sehr viele haben auch Ikonen, ja nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in ihren Wohnungen. Das ist so wie diese Heiligerbilder. Und ja, das ist etwas, was man visualisieren kann. Die Glaube visualisieren für sich selbst. Jetzt wir in der Schweiz, wir reden nicht so gerne über den Glauben. Jeder darf glauben, was er will, aber so den Glauben wirklich teilen, bei jemandem nachfragen, was glaubst du, das machen wir nicht so. Wie offen könnt ihr über den Glauben sprechen? Ich glaube, wir sind ziemlich ein freies Land und wir können gut über Glaube oder Religion sprechen. Und einfach, wenn es einen Konflikt geben könnte, dann merkt man das. Aber sonst, man äußert ihre Meinung sehr offen und ja, frei. Wenn wir auf der Straße eine Umfrage machen würden, wie wichtig sind die Feiertage in der Schweiz? Da würde wohl jeder Schweizer sagen, doch, die sind sehr wichtig. Vielleicht aus verschiedenen Gründen. Die meisten denken wohl, dass man einen freien Tag mehr hat. Wenn man die Christen fragt, welcher Feiertag wichtig ist, dann käme man sehr wahrscheinlich schnell auf den Feiertag von Weihnachten und Ostern. Welche Feiertage sind euch wichtig? Ich glaube, hier sind wir nicht zu unterschiedlich. Wir werden auch diese Feiertage nennen, aber ich denke, auch Silvester würde von uns auch sehr oft vorkommen. Ja, und die Feiertage mag man sehr und das ist wirklich noch ein zusätzlicher Feiertag oder Freitag. Deshalb, ja, man verpasst diese Tage nie. Mich nimmt noch etwas anderes Wunder, und zwar das Thema Aberglaube. Das kennen wir hier in der Schweiz nicht so. Vielleicht Freitag, der 13., sagt man, das könnte vielleicht etwas sein, aber so, es beeinträchtigt uns eigentlich nicht. Kennt ihr das, Aberglaube?
Ich glaube, das kann man vor allem merken bei älteren Generationen und auch Nicht-Christen. Dort spielen sie sehr wichtige Rolle. Also zum Beispiel mein Großvater würde niemanden begrüßen über die Türschwelle. Oder auch zum Beispiel, wenn es eine schwarze Katze dich begegnen würde oder über deine Straße, also dort, wo du gehst, über den Weg laufen würde, da ja, sagt man, oh, ich gehe lieber einen anderen Weg oder mein Tag würde heute mir Unglück bringen. Ja, das leider glaubt man noch viel an Aberglauben. Freitag, der 13. kennt ihr auch? Ja, ich denke, da würde man nicht viele Termine abmachen an diesem Tag. Lieber einen Freitag dort haben. Ja. Jede Kultur hat ihre Besonderheit. Die Italiener sind beispielsweise bekannt für ihre gute Küche. Wir Schweizer sind bekannt, dass wir pünktlich und genau sind. Was ist bei euch so besonders? Worin seid ihr gut? Ich denke, wir sind sehr gut in Gastfreundschaft und ja, so wie gesagt, in dieser Spontanität. Wir ja, mögen die Leute sehr, weil auch alle zur Familie gehören oder auch diese Nachbarschaft. Also wir mögen die Beziehungen und sind sehr gut in diesem Bereich, denke ich. Habt ihr irgendein Nationalgericht? Ja, wir haben unsere nationale Suppe. Es heißt Borsch und das ist ganz rot, weil man macht das mit Randen. Und das muss so viel Füllung sein, dass es ein Löffel einfach da drin stehen kann. Und gibt irgendwie, ich habe gehört, dass sich da die Frauen nicht so einig sind, wie man Borsch wirklich macht. Ja, ich denke so wie mit Dialekten in der Schweiz, das irgendwie ist 100 Meter weiter und da spricht man schon anders. Genau so wird auch mit Rezept sein. Alle Hausfrauen werden streiten, welches Rezept ist richtig. Also es gibt wirklich hunderte von verschiedenen Rezepten, je nach Region. Man kocht das ganz unterschiedlich, aber alle sind wahnsinnig lecker. Okay, und da kann man nicht das Kochbuch hervornehmen, Seite 23, dort steht Borsch. Gar nicht, nein. Okay, gut, dann möchte ich bereits zur letzten Frage kommen. Auf was können Ukrainer nicht verzichten? Wenn man das einen Schweizer fragen würde, viele Schweizer würden sicher sagen, auf Ferien. Ich denke, in der Ukraine gibt es ein paar Sachen, ohne diejenige können wir nicht leben. Und zum Beispiel, das ist auch Familie, das ist unsere Erde, Garten. Wir mögen auch sehr Humor. Zum Beispiel jetzt auch in dieser Kriegszeit habe ich noch nie so viel lustige Geschichte auch gehört, weil man versucht, in alle Not, in alle Schwierigkeiten etwas Lustiges herauszuziehen. Und ich denke, dass ja, Humor, auch Gastfreundschaft und natürlich auch unser Lied. Wir singen sehr gerne. Hast du zum Abschluss noch irgendeine lustige Geschichte in dem Fall? Ja, ich würde vielleicht einen Witz erzählen, der sehr gut unsere Familienbeziehung oder diese Rollenstellung erklären würde über Matriarchat, was ich auch noch mal gesagt habe. Also es geht, dass es ein ganz frisch neues Paar ist. Sie haben erst jetzt verheiratet und der Mann sagt, also meine liebe Frau, ich möchte, dass du nur zwei Regeln von mir kennst. Wenn ich nach Hause komme und meine Mütze ist auf linke Seite, dann bin ich böse, mein Tag war schlecht, also lieber begegne mich gar nicht. Wenn meine Mütze ist auf rechte Seite, dann ist alles okay, ich bin froh und ist alles cool. Und dann die Frau sagt, okay, mein lieber Mann, ich möchte nur eine Regel von mir dir erzählen. Wenn du nach Hause kommst und meine Hände so sind, es ist mir völlig egal, auf welcher Seite du deine Mütze hast. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Aufgabe geben. Wir haben heute viel gehört, was der Unterschied ist zwischen Ukraine und der Schweiz. Aber ich denke, schon in jeder Familie gibt es kulturelle Unterschiede. Jede Familie lebt irgendwie anders. Was bei uns völlig normal ist, kann in einer Familie total anders sein. Eure Aufgabe, überlegt einmal, was ist eure Kultur in eurer Familie oder in eurem Hauskreis oder in eurer Gemeinde? Was ist das Typische? Worin seid ihr wirklich gut? Was seid ihr vielleicht weniger gut? Versucht das einmal herauszufinden. Nun wünsche ich euch eine gute Zeit, seid reich gesegnet. Danke vielmals für das Interview. Danke, Christina. Tschüss. Tschüss.